Yo, yo, yo! Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht schon hier unten rechts, Party Royale wurde ausgewählt. Und dementsprechend gehen wir heute mal wieder in Party Royale rein. Ja, da war natürlich wieder einer bei, der ein bisschen toxisch zu mir gewesen ist und so ein Dance Battle erzwingen wollte. Und nachdem ich da nicht drauf eingegangen bin, war er richtig toxisch zu mir, so ein Tarnreflex-Skin. Und ich bin in einer Lobby gewesen, wo ich ein Liebespaar erzeugt habe. Ihr habt richtig gehört. Also das Video ist auf jeden Fall sehr, sehr wild. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ich würde sagen, wir gehen rein. Go, Junge. Okay, let's go. So, wir sind in der ersten Lobby jetzt drin. Wir holen uns natürlich erstmal ein paar Grabblers. Das Geile ist, die Sonne geht auf jeden Fall jetzt gerade erst frisch auf. Boah, da kommt auch direkt schon der Erste, oder wie? Ah, Digga, was will der denn von mir hier? Hat der jetzt hier was hin, oder was macht der? Mit seiner Sonnenblume hinten am Rücken noch dran, ne? Digga, die Kombo sieht schon sehr, sehr frisch aus. Ich weiß auch gar nicht mal, was das für ein Skin ist. Ja, ja, der schreibt hier jetzt YouTube hin, ne? Das sieht man doch direkt, Junge. Guck mal, Y. War ein bisschen schief geraten, aber YT. Ja, 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 genau. Ah, das mache ich gerade. Ein Video. Jetzt will er hier noch was hinschreiben. Ja, ich weiß auch jetzt schon, was der da hinschreiben wird. Der wird FA schreiben. Ja, das sieht man doch schon wieder, Junge. Mein Gott, hier. Lappen mit Ei. David. Haben wir gemacht. Oha. Er dreht auch noch durch, ne? Jedes Mal dasselbe Spielchen, wenn ich eine Person adde. Dann wird erstmal ein bisschen Beyblade gemacht und sonstigen Shit. Okay. Komm mit, Junge. Lass mal gucken, was hier so in der Lobby los ist. So, hier vorne haben wir schon mal ein Tarnreflex-Skin. Ich glaube, der macht gerade Dance-Battle gegen den Muskelkater da vorne. Er macht hier die Sonne, Digga. Sonne wieder am Start, ganz wichtig. Ja, ja, die machen so ein bisschen Dance-Battle und so. Und die Katze, die macht nichts mehr. Ich glaube, die checkt das gar nicht, dass der ein Dance-Battle machen möchte. Hier der Tarnreflex. Was willst du denn jetzt hier? Geht, Junge. Guten Tag. Aber guck mal, der lacht auch jetzt wieder die Katze aus, ne? Ich glaube, die Katze will gar kein Dance-Battle machen. Aber der Tarnreflex, der lacht die Katze aus, weil die Katze nicht ein Dance-Battle gegen den Tarnreflex machen möchte. Wo ist denn das Problem? Guck mal, er guckt mich auch wie so ein Auto an, ne? Er guckt mich auch so wie so ein Auto an. Bleib ruhig hier. Mit deinem Lama-Kennzeichen auf deinem Pullover drauf. Jetzt geht der auch direkt wieder weg hier, ne? Der Tarnreflex, der macht jetzt hier Bel Air. Wütrox, Junge! Mit seinem Iconic-Skin. Wie kommst du immer bei mir rein? Du machst das doch beabsichtigt hier. Tarnreflex, der macht jetzt hier so Floss. Bro, ich bin jetzt gerade hier beschäftigt mit dem Wütrox, ja? Ich möchte den jetzt erstmal hier so begrüßen und sowas. Der haut schon ab. Der geht sich schon wieder hier ein paar Grabblers bestimmt holen. Safe. Ja, ja, der holt sich. Und jetzt möchte der Tarnreflex gegen mich Dance Battle machen. Oder ich habe die Renegade Raider Hacke. Ich will gar kein Dance Battle machen. Szenario und Roboter habe ich auch. Zeig mal dein Erntewerkzeug. Oha, der hat auch die Reflexhacke, der Wütrox. Er hat eine Hacke, die war 1000 Tage nicht mal im Shop. Warum lacht der jetzt auf einmal? Warum lacht der jetzt auf einmal? Ja, wer ist denn jetzt auf einmal hier toxic? Guck mal, wie toxic der jetzt auf einmal ist. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur meine Renegade-Hacke gezeigt. Geh mal in den Spind rein. Komm, zeig mal deine toxische Art, ob du hier toxisch sein darfst oder nicht. Ich gehe mal nämlich davon aus, dass du keine OG-Scans oder so drin hast. Jetzt macht er sogar noch L-Dance. So, jetzt will der hier bestimmt irgendeinen Skin rausholen. Wir holen jetzt direkt den nächsten OG-Skin raus. Egal, womit der kontert, er kann nicht gewinnen. Weil er hatte nur den Tarnreflex, Leute. Und ein Tarnreflex hat absolut gar keine Chance gegen irgendein OG-Skin. Das geht einfach nicht. Weil die OG-Skins über die Exclusive-Skins stehen. Und die Exclusive-Skins stehen über die Item-Shop-Skins. Er bringt den Wonder-Skin hier raus. Okay, Wonder-Skin. Ja, ist halt nice to have, ne? Finden sehr viele gut. Aber gegen den Aerial Assault Trooper hast du keine Chance. Ja, Szenario habe ich auch. Wütrox holt auch den Wonder-Skin raus. Wir holen jetzt mal den Renegade Raider raus, Leute. Mal gucken, ob der dann immer noch toxic zu uns ist. So, was machst du jetzt? Der macht L-Dance, Digga. Warum macht der Fußball-Skin auf einmal L-Dance? Was ist denn dein Problem, Junge? Hast du noch andere Skins oder hast du nur deine zwei Exclusive-Skins da? Ah, jetzt will der will wirklich gegen mich ein Spind-Battle machen, ne? Soll der gegen mich ein Spind-Battle machen? Lappen mit Ei holt hier Black Widow Outfit. Ist natürlich selten, über 1000 Tage schon nicht drin gewesen. Und hier ist noch eine zweite Black Widow. Okay, okay. Er hat jetzt royalen Bomber, glaube ich, rausgeholt, oder? Ich weiß nicht, ob der das ist hier rechts. Ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das ist der. Der kommt auch gar nicht mehr zu uns, ne? Der kommt auch gar nicht mehr zu uns, Digga. Der flext auch ganz weird. Also richtig, so weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist der das? Ich guck mal einmal kurz nach, weil ich weiß ja seinen Namen. Ja, ja, das ist der. Sah irgendwas on Reflex. Das ist der, Digga. Ja, jetzt machen wir mal ZZ, Junge.
Ja, das ist der, Digga, das ist der. Guck mal, wir holen auch einmal ganz schnell hier den royalen Bomber raus, weil wir besitzen hier auch den royalen Bomber. Ich muss den nur hier irgendwo finden. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Bin ich blind oder was? Ja, dann muss ich den halt suchen. Da ist er doch. Mensch. So, mal gucken, ob der jetzt noch einen neuen Skin rausholt. Mal gucken, ob der wieder in den Spind rein. Guck mal, der lacht mich wieder aus und geht wieder in den Spind rein, ne? Bruder, ich bin nicht der Erste, der toxic war, Leute. Ihr habt's gesehen. Ich wollte einfach nur kein Dance-Battle. Der hat mich ausgelacht und hat zu mir ein ZZ gemacht. Also ich würde sagen, ich habe da nichts falsch gemacht. Könnt ihr mir aber gerne reinschreiben, ob er toxic war oder nicht. Aber meiner Meinung nach war der auf jeden Fall toxic, Leute. So, und der Vytrox hat hier auch den royalen Bomber rausgeholt. Und der Travis Scott, der chillt hier ein bisschen mit uns. Bin gespannt, was sein nächster Skin ist. Egal, was es ist, der kann nicht gegen mich gewinnen. Glow Skin. Weiß nicht, ob der das ist. Das, keine Ahnung, ob der jetzt den Glow Skin rausgeholt hat. Weil der hat eigentlich Schwarz Ritter Backbling gehabt. Aber wir holen auch mal den Glow Skin raus. Ich weiß halt eben nicht, ob der das ist. Deswegen, wir gucken einfach mal. Ach so, das ist er hier. Er holt den Twitch-Exclusive-Skin raus. Leute, also jetzt mal no front an die Leute, die den haben und die den hochheilig sprechen, ne? Der ist schon geil, aber der ist jetzt nicht ultra heftig, mega hyper selten. Season 4, der müsste hier irgendwo sein, ne? Ja, hier vorne ist der kleine 31er. Aber der ist natürlich schon fresh, aber jetzt nicht overpowered. Also kannst du mit einem schwarzen Ritter oder so natürlich nicht vergleichen, ne? Jetzt lachen wir den mal aus. Ah, jetzt lacht er mich auch aus und geht wieder in den Spind rein. Okay. Vytrox holt auch den Twitch Prime Exclusive Skin. Hier ist auch eine nette mit Engelsflügeln. Der war ja von Anfang an bei uns am Start. Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat jetzt die Black Widow rausgeholt. Ich bin mir nicht sicher, ob er es war. Wir holen einfach mal die Black Widow raus und ich gucke mir nochmal an, ob der das ist. Aber ich meine, das ist der. Der hier vorne. Ich glaube, das ist der, Digga. Ja, ja, das ist der, glaube ich. Ja, ja, das ist der, Junge, das ist der. Der spammt hier immer seine Emotes, weißt du? Jetzt habe ich den Skin rausgeholt, dann holt er den nächsten Skin raus. Oha, Dennis, was geht? Haben wir hier die dritte Person drinne von uns hier. Nimm mal hier den Grabbler, bitteschön. Ich bin jetzt hier gerade mit Spindbattle beschäftigt. Wir müssen den mal kurz hops nehmen, weil das ein kleiner toxischer Typ war. Er hat den Fischkopf in der World Cup-Variante rausgeholt. Jetzt macht er noch seinen World Cup-Spray. Ja, Bruder, den Skin haben wir auch. Hier haben wir den World Cup-Fischkopf. Mein Gott, hier, nee. Was machst du jetzt, Junge? Was machst du jetzt? Jetzt geht der wieder in Spind. Bruder, was möchtest du für Skins rausholen? Bro, du hast eigentlich schon verloren. Ich habe vorhin die 4 OG-Skins rausgeholt. Du hast schon verloren. Bruder, du bist schon längst raus aus dem Spiel. Bro, egal was der rausholt, der hat schon verloren. Ich habe schon die 4 OG-Skins gezeigt. Der Lappen mit Ei, der sagt auch, dass der verloren hat. Bro, ich brauche eigentlich gar nichts mehr machen. Ich habe schon gewonnen, aber wir gucken mal weiter. So, da holt der einen. Ich glaube, der war jetzt schon 500-600 Tage nicht mehr im Item-Shop. Das ist ein normaler Item-Shop-Skin. Den kannst du aber jetzt nicht mit irgendwelchen Exklusiv-Skins oder so vergleichen. Dann ist ja schon klar, ne? Ich habe den zwar nicht, aber ich habe andere Item-Shop-Skins, die sind noch seltener, wie beispielsweise der normale Reflex-Skin. Wir holen jetzt aber mal was ganz anderes raus. Und zwar holen wir jetzt hier den seltensten Exklusiv-Skin. Und dann bin ich mal gespannt, ob der da überhaupt mal kontern kann. So, wo ist der kleine 31er? Hast du den, Junge? Hast du den? Hier, ich gebe dir einen Grabbler, weil du bist jetzt RIP, Junge. Wir machen nochmal schön Spray-Grabstelle. So, hier unten haben wir es doch. Zack, und dann ist das Thema doch durch hier. Und die beiden machen hier wohl anscheinend ein Dance-Battle. Vytrox gegen einen anderen Black Widow-Skin. Ich bin mal gespannt, wer hier gewinnen wird. Oh, den Emote habe ich auch. Oh, dieses Stocksauer habe ich leider nicht. Widows Pirouette haben wir auch. Überschwang haben wir auch. Den haben wir auch. Den haben wir nicht. Den haben wir auch nicht. Den haben wir. Ich weiß gar nicht, das ist Battle Pass eigentlich, oder? Sauber machen haben wir auch. Zweitseltenster Emote. Party Boot haben wir leider nicht. Kont haben wir auch nicht. Ja, Vytrox hat auf jeden Fall das Dance Battle hier gewonnen. Sind aber beide nett, machen GG und so. So muss das sein, Junge. Auf Correctness. Tarnreflex. Was machst du hier, die Schwerter, Junge? Du hast doch gegen mich jetzt gerade verloren. Oder meinst du Dance Battle? Ich mach doch jetzt kein Dance Battle gegen dich. Und wenn du den gewinnen würdest, dann hättest du trotzdem alles in allem verloren. Lacht er mich aus hier? Warum lacht er denn mich auf einmal aus? Komm mal mit, Junge. Komm mal mit hier. Wir schreiben jetzt mal hier Toxic hin, weil der war ja zu Anfang, er war einfach toxic zu uns, Leute. Wir standen da einfach nur ganz normal rum und er hat so Dance Battle erzwungen wollen und hat mich dann ausgelacht. Hör mal, wo sind wir denn hier? Ja, du bist toxic, Digga. Doch, doch, doch. Ich hab's aufgenommen. Nee, ich bin nicht toxic. Hundertprozentig nicht. Ich hab das doch aufgenommen gehabt. Willst du mich jetzt verarschen? Ich hab das hier aufgenommen, dass du hier der Erste bist, der toxic war, Leute. Ich hab das aufgenommen, Junge. Du warst toxic, auf jeden Fall. Vertrau mir. Aber ich glaube, der fühlt sich jetzt nicht gut oder so. Keine Ahnung, was der jetzt hier für Faxen macht. Was dieses Emoji bedeuten soll. Ob der jetzt Schuldgefühle hat oder so. Ich weiß es nicht. Aber wir bieten einfach mal die Friedenspfeife hier an. Ja, Friedenspfeife, Junge. Mach mal Friedenspfeife hier. Ja.
Okay, okay, okay. Nächste Mal nicht so toxisch sein. Gehört sich nicht. So, und wir gehen jetzt hier in die zweite Runde rein. Haut da rein, Jungs. Dennis, Junge. Lappen mit Ei. Tarnreflex und Wütrox. Abflug. Ah! Ich komme hier in eine Lobby rein mit 4 Leuten. Ach so, die ist neu. Okay, die Leute spawnen noch. Ne, ja, ja, die spawnen noch. Es wird auch wieder gerade frisch hell. Ja, jetzt sind hier ganz viele Leute drin. Das ist natürlich sehr, sehr gut, dass wir jetzt hier in einer sehr, sehr neuen Lobby drin sind. Dann kann die Action auf jeden Fall richtig schön losgehen. Was passiert denn schon wieder hier, hä? Was macht denn der Spider-Man und die Ruby da hinten? Was macht der Spider-Man da schon wieder? Ah, okay. Also haben wir doch wieder hier eine Vortub angelehnte Party-Royal-Lobby irgendwie. Oha, hier sind 4 von diesen weiblichen High-Skins. Die sind bestimmt alle 4 in eine Lobby. Wette, die sind alle 4 in eine Lobby. Ah, und hier vorne ist wieder der Hüftschwung-Experte. Rift-Skin gönnt sich natürlich ein bisschen, genauso wie Spider-Man. Ihr seid beides kleine 31er. Ja, hier haben wir noch einen Kunia-Skin. Und der links kommt auf einmal zu uns, der gerade Hüftschwung gemacht hat. Hör mal, hast du noch alle Latten am Zaun oder wie? Ich will mit solchen Leuten wie dir in Party Royale nichts zu tun haben, die Hüftschwung für andere Typen machen. Auf sowas, sowas möchte ich nicht. Mach sowas nicht nochmal. Ey, was willst du mich denn hier erwürgen, Junge? Und der männliche Highskin kommt auf einmal, macht Ghetto-Faust. Ey, Elite-Agentin, mach ich keinen Eldance gegen den, nein. Der Slurpfisch, der will uns hier, glaube ich, zum Spind führen. Ja, ja, will der dadurch hier rein? Nee, der geht selber rein. Okay. Guck mal, wie dumm das aussieht, wenn ich mich rechts, links bewege. Guck mal, guck mal, guck mal. Einfach weird, Digga. Als wenn man sitzt und sich gleichzeitig bewegt. Ganz komisch. Okay, was hat der rausgeholt? Oh, den Fluffskin, Junge. Oh, guck mal, der ist richtig stark, ne? Ah, der Kunia-Skin, der schreibt da irgendwas hin. Was schreibt der hier hin, Junge? Z, Y, Z, Z. Achso, der will hier, ja, der will mein alten Creator-Code möchte der hier hinschreiben. Was los, Digga? Er fragt, ob ich am Aufnehmen bin. Ja, Bruder. Ich bin am Aufnehmen, Bro. Oh, er geht dir erstmal ein paar Schritte zurück, ne? Was machst du hier, YouTube? Ja, Bro, ich nehme auch für YouTube jetzt gerade auf, ja! Ja, ich nehme auf, Junge, genau richtig. Ihr seid beide jetzt drin, ihr kleinen 31er. Da freut er sich da hinten. Komm mal hier hin. Guck mal, hier sind 4 Exemplare. 4 weibliche Exemplare von deinem Skin. Shadow Ruby, bleiben Sie bitte ruhig, ja? Guck mal, Digga, siehst du das, Junge? Siehst du das? Ja? Er macht jetzt hier den Horn, Digga. Er bereitet sich auf den Angriff vor. Jetzt will der mich hier irgendwo mit entführen. Will der da hinten mit mir zum Spind? Ja, der will mit mir zum Spind. Lass mal zu dem Brudi hier vorne hingehen. Der will bestimmt, dass ich jetzt in den Spind reingehe, oder? Ja, ja, der will. Ja, komm, dann holen wir mal auf schnell Renegade Raider raus. Ist okay. So, Renegade Raider ist am Start. Was geht? Highskin geht schon ein bisschen auf Abstand. Der Fluffskin sagt so, nee, hol mal nicht Renegade raus. Ich glaube, der will, dass ich eher OG Ghoul Trooper raushole. Und Shadow Rabbi möchte auch nochmal, dass ich hier reingehe. Holen wir nochmal den Aerial Soul Trooper drauf und erlauben uns einen kleinen Joke. Wir nehmen jetzt nämlich hier den Aerial Soul Trooper und dann geben wir hier Ponyritt ein. Und da machen wir die Shadow Rabbi ein bisschen Ponyritt, Leute. Ihr wisst ganz genau Bescheid, wie das läuft. Ein bisschen pranken. So, wo ist hier Ponyritt, Junge? Hier vorne. Abflug. Abflug, Junge. Ey, die ist ja direkt vorbereitet. Die macht in 1 Millisekunde Hüftschwung, Junge. Hast du das als Favorit oder wie? Was mit dir? Ey, Fluff, was sagst du dazu? Oha, Galaxy-Skin am Start. Wo kommt der denn auf einmal? Oha, und dann haben wir hier noch einen Skin, der 800 Tage nicht mehr im Itemshop war oder 900 Tage. Ah, Junge, der sieht den Aerial Soul Trooper sehr, sehr ähnlich. Er sieht auch richtig stark aus, ne? Ghetto Faust macht er. Auf jeden Fall, Junge. Nein, nein, nein. Ich lieb dich nicht, Shadow Robbie. Hör auf damit. Lass das sein hier. Wo sind wir hier wieder? In Vortub. Jetzt geht die noch zum Galaxy Skin. Fluff, was geht? Macht sie das auch noch beim Galaxy Skin, Junge? Geh da bitte nicht drauf ein, Bruder. Oh, der hat auch sogar noch die Black Widow. Digga, wild, Junge. Wild. Einfach eins am Start. Doch, der Skin ist richtig krass. Ich sag dir ehrlich. Der Skin ist richtig krass. Ich glaube, das ist der zweit- oder drittseltenste Item-Shop-Skin. Komm, den Skin hier vorne adden wir mal, den männlichen High-Skin. Ja, Red Bull, Digga, okay. Hier haben wir noch eine weibliche Variante. Die geht ein paar Schritte zurück. Der männliche macht ein bisschen wieder auf Drip. Kennt ihn? Wenn man eine FA schickt, hat man einfach mal ein bisschen Operetten am Start. Mir scheint das Ganze so, als wenn die beiden irgendwie ein Pärchen sind. Sollen wir die beiden mal hier vorne zusammenbringen, Leute? Wir machen hier jetzt mal dieses Herzspray hin. Bam! Machen die jetzt? Ah, da haben die ja gar keinen Bock drauf. Der macht ein Herz-Emoji und zeigt auf sich. Ich glaube, der ist verliebt in sie, oder, Fluff? Denkst du? Wir machen nochmal hier schnell doppelt Herz rein. Die gehen jetzt wieder ein paar Schritte zurück. Ah, Kuseng ist jetzt hier auch noch drinne. Mit seinem Indigo-Kunia-Skin. Ah, wow.
Wow, 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 Junge, wow. Stabil, Alter. Einfach stacked Account am Start. Ich sag dir ehrlich. Guck mal, die beiden, die sind hier zusammen. Habt ihr zusammengeführt, ja? Dann macht der Spider-Man da hinten. Barschen. Jetzt ein Sturzpolster gegen Gesicht. Nein, willst du nicht? Dann renn mal schnell hier weg. Oha! Oha, die geben sich Küsschen. Die geben sich Küsschen, Leute. Ich würde mal sagen, das ist ein Happy End. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ich würde sagen, haut da rein.